Helm zu kommen. Wir laufen Holy Tower. All die drin sind, waren schon mal. Das heißt, es ist mega awkward für mich, das nochmal zu erklären, aber das ist ja für die Aufnahme. Und alle hören mich. Super toll. Holy Tower könnt ihr über die 126. reingehen. Ihr könnt serverübergreifend reingehen und anscheinend sind hier vorne auch Portale, mit denen ihr reingehen könnt. Also ihr könnt immer Holy Tower gehen. Bitte nicht mit den Fingern knacken. Was braucht ihr, um Holy Tower gehen zu können? Naja, ihr braucht einen kompetenten Kleriker. Ihr müsst wissen, was ihr machen müsst. Und ihr benötigt mindestens Gartengear. So, hier vorne ist Tamke. Tamke hat für euch eine Quest, wo ihr 2 Transformationsrollen kriegt, sobald ihr das erste Mal die andere Quest fertig gemacht habt. Ihr könnt hier nicht rüberfliegen wie so ein Bescheuerter. Ihr müsst mit Tamke reden und Tamke fliegt euch rüber, ja? Glaubt mir, ich weiß noch mal im ersten Run, ich bin volle Kanne dagegen geflogen, gegen diese Wand. Und ich hab dann auch wirklich fragen müssen, wie komme ich darüber? Hier kommen Dropbots. Hier sind 4 Ebenen. In jeder Ebene kommt ein Dropbot mehr. Den ersten haben sie jetzt schon gemacht. Ich werde euch die Dropbots mal marken. Die spawnen und spawnen und spawnen und spawnen und spawnen und spawnen. Wir DDs machen die. Der Kleriker denkt sich, oh scheiße, und hier zieht sich ganz dagegen. Ihr dürft doch reden, ne? Also lasst mich daraus nicht einen Monolog machen. Das ist total... Was? Ja. Neon, keine Ahnung, ist nachher, der Holy Tower ist eigentlich easy. Easy going. Das einzige richtig Schlimme wird, dass ich nachher nochmal alles, alle Boss-Mechaniken nochmal neu erklären muss. Ich glaube, vorgestern euch erklärt, oder? Vorgestern oder vorvorgestern? War jetzt vor kurzem erst, dass wir genau in dieser Konstellation Holy Tower waren. Ich glaube Donnerstag. Donnerstag, okay, Donnerstag. Okay. Wichtig ist hier eigentlich nur, dass ihr nicht irgendwie anfangt, nur die Mobs zu machen, sondern ihr müsst wirklich diese Tower machen. Die Tower sind das Wichtige. Die Mobs, die spawnen ja immer wieder neu. Die hier, die spawnen auch nicht, insofern man die Tower gemacht hat. Also die müssen am Ende noch gemacht werden. Und wie ihr sehen könnt, wir sind alle von einem Kantor gebufft worden. So nebenbei, ich muss den Kantor-Client ausloggen. Tschüss, Kantor-Client. So, war jetzt kurz einmal blub, einmal FPS runter. Aber, es ist praktischer, wenn man einen Kantor-Buff drauf hat. Ich habe nur einen vergessen zu buffen. Janka ist nicht gebufft. Ist halt... Brauchst du den? Oh Gott. Achtung, Achtung, Achtung. Der stirbt. Eure Aufgabe als SM ist dann... Das war ein bisschen spät reagiert, Michi. In dem Fall dann Masphia schmeißen. Ich war einfach gerade komplett abgelenkt. Ja. Ist nämlich ideal, wenn man nicht stirbt, weil man dann den Kantor-Buff behält und es ist schon ganz gut, einen Kantor-Buff zu haben. GK und so. Ja, GK ist jetzt nicht so wichtig, aber der Kantor-Buff macht halt wirklich einen Unterschied und die Hand, die in dem Fall schon drauf ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch hier schon mal eine Bonbon schmeißen, was ich jetzt bisher vergessen habe. Für den Endboss selber dann empfehle ich aber vom Event, falls ihr noch habt, die legendären Transhosts zu nehmen. Weil, wofür, wenn nicht dafür? PvP. Okay, fürs PvP. Ja, gut. Aber wenn ihr wie ich so reiner PvE da seid, der nur PvP macht, wenn er auf dem Weg ist fürs PvE, ist halt wirklich genau das, dann, ja, benutzt eine uralte Hand. Ja, wie eine uralte, wie Hune. Übrigens, an alle, die sich Sorgen machen, falls der Bug noch aktiv ist, wenn das Video kommt, keine Ahnung, wann das kommt, das dauert noch ein bisschen. Wir werden ganz normal wieder für China im Goldsandshop die Rolle kaufen können. Keine Sorgen, das ist nur ein Bug. Bug, not a feature. Helft mal dem Kleriker ein bisschen. Also Kleriker wird hin und wieder ein Erbein gucken. Verdammt. Und es ist nicht gerade angenehm, wenn das passiert. Mal, wenn es halt mehrfach ist, die... Ja, ist halt mehrfach dann. War es jetzt die letzte? Das waren 4 Tower? Ja, das war die letzte eben. Das heißt, gleich kommt die erneute Boss-Erklärung. Ja, bis morgen Nachmittag. Tschüssi. Oh Mann. Haben nämlich 4 Erbein. Unterschiedliche Bossmechaniken. 1, 2, 3, 4. Alter, wie lange geht denn der Erbein? Ich war jetzt irgendwie zu faul, mich rauszuheben, weil ich dachte, komm, ihr macht den Schaden, aber dann hat ganz schön lange gedauert. So, ich teile euch schon mal ein. Du hast die beste Waffe hier, also daher.
warte, ich sollte am besten nicht im Dreier das schreiben, wo ich euch anfange. Ein bisschen peinlich. Ihr könnt entweder hier Zahlen benutzen oder halt direkt wie ich hier die Leute mit Namen hinteilen. Huna. Gut, dann machen wir so. Michi ist wieder hier. Kelpie ist wieder hier. Nyanka und Shaka. Ihr steht so wie beim letzten Mal, ja? Ich habe keine Lust darauf. Das hat beim letzten Mal super geklappt. Denn was ist? Es gibt hier 6 Punkte und an jedem kann sein. Ja, es gibt unterschiedliche Phasen. Die Phasen können kommen. Nichts davon muss kommen. Fangen wir am besten mal damit an, was ich jetzt gerade gemerkt habe. Dann spawnen solche Kristalle und Mobs, wie in Atma damals. Ne? Man muss den Mob, muss man CC'en, während man den Kristall anspricht. Was man dann idealerweise macht, ist den Mob in die Mitte bringen. Ein Sorg rootet die oder sleep die oder ein SM4 die, das ist komplett egal. Wie die zwei Baden und der Sorg werden sich den selber CC'en. Ich bin dafür da, um dem Templer und den Kleriker zu helfen. Dann sind die CC'd und dann geht ihr an euren Kristall und sprecht den an. Sprecht den so lange an, bis alle den angesprochen haben. Ne? Ihr müsst halt einfach dann ansprechen und warten. Zieht euch am besten auch ein Schild, wenn ihr könnt. Ne? Dann, das ist die eine Phase. Wenn ihr das nicht schafft, dann hat der Boss einen Enrage-Buff und macht euch mit Auto-Attacks, ich glaube 30k Schaden. Das ist nicht angenehm, dann könnt ihr nur noch laufen. Dann gibt es eine andere Phase, das ist, wo die Hexe kommt. Wir machen den hier vorne rechts vom Tor, da wo ich jetzt Huna hin positioniert habe. Da kommt nämlich eine Hexe, die so einen Umhang anhat und den muss man dann auf einen dieser Plattformen raufziehen, sie töten. Dann kommt so ein Geysir, das fliegt man dann nach oben, wenn man es nicht macht, ist man tot. Also komplett tot ohne Ende. Dann gibt es einen Legaten, der kommt und gleichzeitig eine Bombe. Wir töten den Legaten, der die Bombe hat, geht sterben. Werdet ihr sehen, wenn das kommt. Und es gibt 4 Tower. In der Zwischenzeit hat der Boss ein Schild. Ihr macht die 4 Tower, achtet darauf, dass euer Kleriker nicht stirbt. Das ist wie gerade, als wir hochgelaufen sind. Bis oft, wenn die Tower down sind, sind die Mobs weg. Ich bin soweit fertig mit der Erklärung. Wenn ihr soweit seid, können wir rein. Also vorne ans Tor ran, dann porten wir mal durch. Noch nicht bewegen direkt, ne? Okay, 3, 2, 1, go. Ach, und achtet darauf, dass ihr PvE jetzt anhabt, ja? Das ist ein Nahkampf-AOE. Das ist ein bisschen ätzend. Okay, wir ziehen die Mobs ran. 4 kommt. Und ihr könnt gehen. Scheiße. Jemand hat... Okay, hat schon geklappt. Ich muss nur so eine Millisekunde ansprechen. Ich war die letzte Person. Michi, du warst übrigens beim Falschen. Nicht in diesen Kreisen drin stehen, wenn die auf dem Boden sind. Dafür müsst ihr auch die Effekte dann auf alle haben, damit ihr die Kreise sehen könnt. Einfach ganz normal dann Schaden machen, so lange bis er Restore Shield wegmacht. Und die Generatoren sind da. Wir machen das erste Mal die 1. Ihr müsst dann alle gemeinsam die Generatoren... Freispruch? Ich glaube, du hast dich gerade verklickt, ne? Ärgerlich. Alle die Generatoren dann gemeinsam down machen. Ist aber nicht schlimm, wir brauchen eh keinen Freispruch. Normalerweise. So, dann machen wir den einen rechts davon. Den da. Immer schön als Kleriker dann hier laufen. Halt darauf achten, dass man nicht stirbt. Darauf achten, dass der Templer nicht stirbt, wenn er viele Mobs Aggro hat. Ich werde gleich mal ein 4 setzen. Jetzt. 4 kommt. Immer schön weiter die Generatoren machen. Ihr habt doch nicht unendlich dafür Zeit. Irgendwann ist nämlich der Boss wieder aktiv. Ein Kameradenschutz auf den Kleriker wäre nice. Super.
Und wir können wieder auf den Boss gehen. Das da vorne ist ein Pacher, der auf eine einzige Person geht, die sich dann immer übelst ärgert. Bad Omen. 1-1-1, Legat, 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 Legat. Oder Shiakra muss den Legaten. Shiakra, alle weg von Shiakra so nebenbei. Weg von Shiakra, weg von Shiakra. Okay, und einmal retzen bitte. Also entweder ihr macht mit dem schlechten Omen den Legaten oder ihr tötet den Legaten selber. Aus Sicherheitsgründen töten wir den Legaten lieber selber. Weil die meisten das gerne mal in solchen Random-Gruppen verkacken. Ihr könnt natürlich auch mit dem Skill den Legaten töten. Müsst ihr aber nicht. Wir hatten jetzt als einziges noch keine Hexe, ne? Ist ein bisschen blöd, dass sie nicht kam. Kann ich dir gleich nochmal während des... gleich hier im Raum erklären, was man da machen würde. Und das war auch schon das Ganze. Also, ihr zieht dann die Hexe hier vorne auf die Plattform und die muss dann auf der Plattform sterben. Nicht irgendwie so einen Meter daneben, auf der Plattform. Und dann macht er noch einen Skill und wenn er so bei spätestens 3/4 ist... Ernsthaft? Leder? Leder? Lol. Ja, okay, das tut, ne? Wenn er bei ca. 3/4 ist, dann macht ihr hier eure Flügel ausgeleitet nach oben. Ist nur Dissuit bzw. verkaufen, je nachdem, was ihr von beiden wollt. Ätzend. Leder wäre für mich gewesen. Na, ja, wäre jetzt bloß eine Lederklasse dabei gewesen. Wir sind halt viermal Stoff, was so ideal ist, wenn es darum geht, irgendwelches Gear zu kriegen. Oh, ein Lederoberteil, aber dann noch ein Uralt. Mhm. Alles Dissuit kann jeder haben. Und Plattenschuhe, aber du hast bessere Plattenschuhe, also von daher. Ja, das war die Instanz. Ihr müsst echt keine Angst haben für Holy Tower. Wichtig ist, dass euer Kleriker in der Lage ist, die Schellen, die gerade reinkamen, zu healen. Also, der Kleriker muss Wohlwollen haben. So, in kurz, er muss halt Wohlwollen haben. Ohne Wohlwollen ist das mehr als kritisch. Gibt's sonst noch was? Nee, ne? Nö. Und meine Empfehlung ist halt, erst Holy Tower, dann Narakadi. Weil Narakadi erfordert Movement. Das hier nicht. TP. Das hier war einfach. Movement und TP, ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Weiteren. Hier vorne ist jetzt das alte Gartenvideo verlinkt, das die Instanz, die ihr hier vormachen solltet, auf jeden Fall. Und außer natürlich, ihr habt tolles Austauschgear bekommen. Ich zeige euch noch, während die Folge zu Ende geht, wie man rausgeht und bis dann. It's not safe here.